Wir sehen uns auf reitschuster.de. Wie zurechnungsfähig ist unser Bundesgesundheitsminister? Diese Frage muss man sich jetzt wieder ganz akut stellen, denn was er sich jetzt auf der Bundespressekonferenz geleistet hat, das ist unsäglich. Ich habe mit einem Mediziner darüber gesprochen, der nur noch den Kopf schüttelt. Und die große Frage ist, wie lange soll das so noch weitergehen und warum widerspricht ihm niemand auf der Bundespressekonferenz? Aber jetzt schauen Sie sich einfach einmal diese unglaubliche Aussage an. Und wir unterschätzen auch die Todesfälle, weil wir wissen, dass nach der Corona-Infektion für ein ganzes Jahr die Wahrscheinlichkeit, dann zu sterben an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, Stichwort Herzinfarkt und dergleichen, Schlaganfall, deutlich erhöht ist. Diese Leute kommen aber alle nicht in die Statistik. Derjenige, der jetzt Corona gehabt hat und 6 Monate später an einem Herzinfarkt stirbt, der kommt nie in die Corona-Statistik. Die müssen aber eigentlich auch gezählt werden, weil der Mensch wäre ohne die Infektion nicht gestorben. Daher muss das einmal gesagt werden, diese Verharmlosung ist nicht angemessen. Es ist eine absolute Bombe, was der Minister hier sagt, dass man jede tödliche Herzkrankheit ein halbes Jahr nach einer Corona-Infektion auf Corona schiebt. Ich habe mit Dr. Pürner gesprochen, dem früheren Gesundheitsamtschef und Epidemiologen, der sagt, nach dieser Aussage muss er an der fachlichen Qualifikation von Herrn Lauterbach zweifeln und er würde das, wenn er das so benennen würde, wie er das sieht, dann wäre das unärztlich und er kann also nicht sagen, was er wirklich davon hält. Warum ist das der blanke Wahnsinn in meinen Augen? Weil nach der gleichen Regel müsste man dann auch alle Herztote nach der Impfung als Impftote erfassen. Also es ist unfassbar und bei der Impfung haben wir das ja. Der oberste Arzt von Florida hat gesagt, dass er die Impfung für unter 40-Jährige nicht mehr empfiehlt. Er rät ab. Warum? Weil um über 80% die Zahl der Herztoten nach der Impfung gestiegen ist. Und Herr Lauterbach versucht jetzt hier, die alle, die mit Herzproblemen sterben, auf Corona zu schieben. Das ist phänomenal. Es ist ein Hütchenspielertrick, der eigentlich selbst für Lauterbachsche Verhältnisse schon zu heftig ist und man fragt sich wirklich, was erlaubt sich dieser Mann noch alles, dass die Statistiken manipuliert werden, daran haben wir ja so kaum noch Zweifel, aber jetzt wünscht er sich auch noch sowas und das wäre natürlich die totale Vertuschung, die totale Umdrehung dessen, was auf der Hand liegt, dass eben die Stopp, wegen der Zensur auf YouTube kann ich jetzt nicht sagen, was auf der Hand liegt und womit das zu tun hat, mit welchem Eingriff, nennen wir das einmal so. Aber ich weiß, ich habe kluge Zuschauer und ich weiß, sie verstehen, was ich meine. Aber jetzt schauen wir uns kurz noch eine weitere unglaubliche Aussage des Ministers an und ich muss denken an die Einschätzung eines befreundeten Arztes, der sagte, er habe den Eindruck, Lauterbach weiß inzwischen, dass seine Schlacht in Anführungszeichen verloren ist, dass er eben nicht mehr durchkommt mit seinem Narrativ, dass das Ganze jetzt aufgeklärt wird und mit dem Rücken zur Wand würde er zu unglaublichen Aussagen hier sich hinreißen lassen. Voilà. Statistik überschätzt, also die Corona-Toten, weil viele auch mit Covid sterben, die wären sonst nicht gestorben, das ist in der Regel auch schon falsch, denn wenn ich mit also Corona sterbe, kann es trotzdem so sein, dass ich ohne die Corona-Infektion nicht gestorben wäre. Das kriegen viele nicht auseinander. Die denken dann, mit Corona gestorben bedeutet, der wäre sowieso gestorben. Das ist aber falsch. So denkt der Laie. Sondern mit Corona gestorben bedeutet, dass es durchaus sein kann, dass er ohne die Corona-Infektion, die zusätzlich gekommen ist, nicht gestorben wäre. Und der Laie, immer wieder werde ich angesprochen, der ist doch mit Corona gestorben. Dann im Hinterkopf ist dann, der wäre sonst nicht gestorben. Einfach. Ja, beachten Sie, wie er sich hier wieder über die normalen Menschen erheben will. Der Laie und er selber, der Mediziner, kann das sagen. Aber ich habe mit Medizinern gesprochen und die sagen, das ist auch wieder ein Hütchenspielertrick, weil es sich eben vorwiegend um sehr, sehr alte Menschen handelt. Und um Gottes Willen, jeder Tod ist etwas, ist eine Tragödie. Und jeder Tod, den man vermeiden kann, den muss man vermeiden. Aber es sei nun einfach einmal so, sagen die Mediziner, die nicht so ideologisch sind wie Herr Lauterbach, dass eben ältere Menschen dann oft
an Erkältungen oder dass Erkältungen ein Ausschlag sind, dass sehr, sehr alte Menschen dann sterben. Das ist traurig, das ist schlimm, aber das war leider schon immer so und das wird sich auch nicht vermeiden lassen. Und Herr Lauterbach versucht das hier in meinen Augen in skandalöser Art und Weise für seine Agenda und für seine Angstmache zu missbrauchen. So, dieses Video musste noch sein. Schauen Sie auch rein in mein vorheriges Video. Die Analyse dieses unglaublichen Auftritts mit der Frau Stokowski, einer dreifach Geimpften mit Long-Covid, die der Minister als Werbefigur für die Impfung vorführt. Die merken offenbar gar nicht mehr, wie widersprüchlich das Ganze ist. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie, lassen Sie einen Klick auf der Glocke da, dann werden Sie immer unterrichtet und dieses Video wird garantiert wieder demonetarisiert. Das heißt, Google bringt einen um die eigentlich verdienten Einkünfte. Deshalb hier verzeihen Sie mir, wenn ich deswegen nochmal darauf aufmerksam mache, dass ich dankbar bin, wenn Sie diese Ausfälle durch Google durch einen kleinen Obolus und eine Unterstützung ausgleichen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute, ciao. Reitschuster.de